Alter, du bist hier der Affe. Schau mal an. Willst du ein Brötchen vorher essen noch? Das mach ich dabei. Das mach ich dabei. Voilà. Ja, ich hab dir schon mal gesagt, wir müssen einfach so sabbeln und nichts anderes machen. Das wäre der Shit. Ich muss hier kurz meine Riesensch... Der liegt rechts. Den muss wollen wir anfangen? Wirklich? Ja, ich mach jetzt hier. Achso, müssen wir noch ein Anwort machen irgendwie, ne? Ist ja komplett. Wenn du kaust, ne? Es ist einfach so belohnt. Es ist einfach so belohnt, Alter, weil einfach dein ganzes. Ich habe einen riesigen Kiefer. Ja, es ist mega geil. Ja, Leute, letzte Folge kam gut an, deswegen geht's jetzt weiter. Wir sind jetzt gerade. An welchem Punkt befinden wir uns eigentlich gerade, Kalle? Wir finden uns an dem Punkt, wo wir geflüchtet vom Helikopter. Und dann sind wir quasi wieder irgendwo runtergerutscht. Das war da. Oder wir sind quasi ins Gebüsch gelaufen. Nein, wir sind so einen riesigen Baum in so eine Höhle. True, wie bei. Ach stimmt, nein, da habe ich ja sogar noch gesagt. Im Wurzelwerk. Ich habe ja sogar noch gesagt, wie bei Dark, ne? Achso, einige Leute hatten geschrieben wegen Wördelke-Sink. Habe ich jetzt mal eingebaut. Und wir gucken mal, dass wir ein bisschen näher an dem Mikrofon sind, ne? Damit das. Wördelke-Sink, was ist das? So. Bullet. Guck mal, Wendel. Oh. Also, du sitzt schon wieder da unten. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Oh. Es gibt Grenzen, Max, ruhig. Ja, ich werde das Mikrofon jetzt perfekt auf meinen Mund immer ausrichten. Ja. Nein. Aber du musst auch da hingucken. Das Licht ist theoretisch an. Du musst weitergehen. Ja, wohin? Du bist jetzt gebummt. Mach mal Suchbullet. Wie ging das noch? E, F, F, E. Näher ran. Maustaste. Zerstören, mach's weg. Er scheint religiös in some way. Meinst du, ist so Religion und Kult-Scheiße? Ja, hat er ja selber gerade auch gesagt, ne? Aber ja. Warum, was ist mit der Taschenlampe? Why? Why? Ja, I don't know. Kein Empfang hier im Baum? Nee. Halt, stopp. Ah! Oh Gott. Ja, bei sowas echt Schiss, mein Bruder. Alter, wo ist der Hund? Wie laut du einfach schluckst. Wo ist der Hund? Bullet! Nein, du kannst nur wirklich rufen. Where are you, buddy? Nicht, Alter, sie hat den. Ah! Oh Gott. Hey, wurdest du geschubst? Nein, ich weiß nicht. Doch, du wurdest geschubst. Aber nicht mit Absicht. Doch, du wurdest mit Absicht geschubst. Ich meine, das war nicht meine Absicht. Hey, die hat den Hund gestohlen, Alter. Gestohlen, Alter. Hey, das ist nicht cool. Ich rechne hier mit Aragog oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wie heißt die nochmal von Herr der Ringe, die fette Spinne? Eklig heißt sie. Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich den Spinnteil immer geskippt. Echt, ja? Also immer nicht so wirklich aufgepasst, weil ich den Spinnen einfach ekelhaft. Die war auch eklig, Alter. Hä, ohne Stöcker? Lukas. Okay, aber das sind jetzt. Aber der lebt vielleicht noch. Ja, da sind keine Stöcker drum und nicht aufgehangen. Was? Also die Hexe muss mal aufhören, Fotos zu machen. Das also sowas finde ich richtig geil, ne? Jetzt so von der Atmo. Ja. Holt mich ab. Ja. Mhm. Die Frage ist halt immer noch, wer sind die Gegner? Weil es war ein Typ, der mit dem Jungen abgehauen ist oder ihn begleitet hat. Aber es gibt ja anscheinend auch eine Hexe und eben das Flüstern war ja auch weiblich. Ja, auch diese komischen Viecher, ne, die wir anstrahlen müssen, ne? Ja. Uff. Oh, da hat jemand ein Motorboot. Komm hier nicht durch. Wie steckt man da fest? Du musst dich wahrscheinlich umdrehen. Ich will das nicht. Ich kann es auch nicht. Ich kann... Springen? Nee, ich hab mich durchgequetscht. Also ich quetsch mich gerade durch. Oh, thank God. Ey, was ist das für eine. Warum flackert die Taschenlampe? Bullet! I don't check it. Ja, vielleicht haben die so eine Power, womit die das so ein bisschen. Wer hat diese Höhle gebuddelt? EMP-mäßig, weißt du?
die Hexe hat einfach dicken EMP in der Bude. Where are you, buddy? Over here. Alles klar. Ach so, na dann. Dann gehen wir da mal hin. Navi. Hexen-Navi. Where are you? Das Ding ist, was würdest du machen, wenn du so eine Stimme hörst und dein Hund ist weg? Mich umbringen, wahrscheinlich. Also, keine Ahnung, was. Also, das Einzige, was ja immer die Möglichkeit ist, hinzugehen, da wo es herkommt. Aber dann wird es ja immer schlimmer. Und das ist immer so. Ja, vor allem, du weißt ja auch, das wird nicht gut enden, aber du hast ja auch keine Wahl. Ja, ja. Na gut, man könnte halt rausrennen, aber den Hund zurücklassen. Ja, hinten war aber auch dicht. Ja, alles mit Gestrüpp. Ach so, oh Gott, ja, das ist scheiße. Ich glaube, ich würde erstmal eine Stunde in der Ecke chillen. Erstmal eine SMS bekommen. Ein Signal. Sprachnachricht. Klar, sowas ging ja schon. Bei Voicemail, ne? Also, weißt du, was ich mitbekommen habe? Spiele? Oh. Nein. Du kannst das Snake spielen? Ja, das hat jemand in den Kommentaren geschrieben. Oh. Achso, ja. Ist Snake 2 mit durch die Wände. Ah, komm, bis 10. Bis 10. Imagine, der hockt jetzt. Erstmal Snake. Das ist noch Shooter Deluxe. Was ist das jetzt? Ah, das ist Space Invader. Nein, das Shooter Deluxe. Das Geilste war immer, meiner Meinung nach, auf den Nokia-Handys, dieser, wo du an der Seite des Bildschirms bist mit dem UFO, also mit dem Raumschiff. Ja, und dann und so fließt. Ja, und ja. Die Gegner kommen immer gegen dich. Ja, ja, ja. Ballern, das war das Allergeilste. Und Super Rex. Ich hab das so gesuchtet. Boah, hier. Das ist bestimmt Jazz. Yo, das... Alter, Kalle, du hast gerade alles gespoilert. Aber ja, macht Sense. Dass die Hexe einfach so für einen selber die Jazz ist, weißt du? Übrigens, bestes Horrorspiel aller Zeiten für mich, Amnesia, A Mansion for Pigs. Das ist der Teil 2. Okay. Oh, was ist das? Das ist Licht. Licht? Ja, da ist... Die Hexenhöhle. Oh, da kommt ein Helm. Nee, ist ein Schädel. Ja, und ein Helm. Ja, ist true. Ja, das ist die. Ja, aber wir sind kein Bullet. Kind. Vor allem. Bullet! Ich bin so voll unbeeindruckt. Bullet! 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 Oh, sie macht ja übel die Show, weißt du? Ja, von der Creep steht so. Bullet! Bullet! Er versaut die ganze Tour. Die Hexe ärgert sich so richtig. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. Nicht Bullet. You took out your gun. Das musst du halt, you told leider. Them to stop. Ja. The kid... reached for something. Was it a weapon? No. I guess not. And then what? Well, you know what happened. This is on me. Adam Shannon. Peter's brother. Peter's brother. I don't know what I was thinking. Peter said you I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Hello. Okay, es war irgendein Überfall? Ich kann nichts machen, by the way. I thought there was something I had to do. Had to. I couldn't. Oh, Leute, da liegen schon ein paar. So, nicht überspielen. Also, es hätte war im Krieg, oder? Ja, vielleicht. Ich dachte, sein Trauma ist, dass irgendein Polizeieinsatz mit ihm gab, den er richtig verkackt hat. Und der Bruder von dem Jungen, den wir suchen, den hat es damals... Ja, der war der Leidtragende von dem eigenen Versagen. Ich wieder draußen? Meine Theorie ist jetzt nach dem Ding, dass ich irgendwie in so einem Irakkrieg war oder so vielleicht und dann Polizist wurde in diesem County, weil... Ach so, um zu recoveren. Ja, so um wieder, nachdem man irgendwie so eine Verletzung hat oder so, man oder geschädigt war. Das ist wieder das Zelt auch, ne? Ach so, dann... Okay. Warum sind wir jetzt da? Das ist eine gute Frage. Also es ist ja einfach nur straight up wieder mitten im Wald mit dem Hund. Ja. Am Zelt. Das ist doch... Ist es das Zelt, wo das Auto und so war? Jo. Ja, da lag noch das... Ja, aber hier ist ein Zelt. Ja, 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 da steht ja, ja, wahrscheinlich. Mein Vater, Theodore Mackinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit auf dem zu dem Sägewerk in Black Hill Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen. Vor 40 Jahren bin ich an diesem Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Mit Ausnahme seiner beunruhigenden Leere. Niemand war da, um Geschichten für furchterregende Monster zu erzählen. Über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele. Aber ich konnte einfach nicht zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinden würde, was mein Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Okay. Nehmen wir mal mit den Zettel. Schönes Infoblatt. Entschuldigung. Ist nur Grundkohle. Wieder so eine it's okay, Götze, ne? It's okay. Each one is more twisted than the last.
Problem ist irgendwie, ich meine, ich packe die irgendwie immer alle ein, aber... Wurde auch noch gar nicht gesagt, was das soll und ist, ne? Ist das das Set? Ne, das ist auch wieder das... Aber ohne Foto diesmal. Ne, da ist halt kein... Easy boy, it's gone now. Marius. Also eben haben wir Lukas, glaube ich, gefunden, ja, wo kein so ein Ding dran war. Ja. Es wird einem auch noch so gar nicht gesagt, was das eigentlich alles soll. Ne? Warum? Okay, also Zeit ist vergangen, vielleicht. Ja, es ist ja auch inzwischen richtig Herbst, ne? True. Also vorher war auch schon so Spätsommer, würde ich sagen, gefühlt. Aber jetzt ist ja richtig Herbst. Soll ich ihn mal suchen lassen, oder? Könnte sein. Also es hat jetzt mit Über natürlich noch auf jeden Fall zu tun, auch die ganze Zeit schon. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt in dieser Hexenhöhle übel gebumst worden so und jetzt irgendwie wieder draußen sind und die haben irgendwas mit uns jetzt gemacht, weißt du? Also ich finde halt diese Sprünge noch so ein bisschen verwirrend natürlich. Das, ja, soll aber natürlich ja, so ja, sein. Ja, klar. Deswegen sage ich auch, dass das logisch ist irgendwie. Also dass das passiert ist halt... Es wird sich neu erklären. Ja. Okay. Wahrscheinlich werden wir jetzt die gleichen Orte nochmal abklappern. Nur deutlich später. Vielleicht setzt der Bunker zum Beispiel auf. Das ist jetzt nur eine Theorie von mir. Könnte sein. Wenn ich jetzt gerade aus wieder hier rüber. Mal hier rüber. Bisher war das Game sehr linear, ne? Ja, aber ich finde das auch nicht schlimm, tatsächlich. Ja, ja, ja. Also gerade so im Wald. Also wie willst du es sonst machen? Okay, aber jetzt haben wir zwei Wege. Ja. Und, ach so, hä? Hm? Sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang im Kreis gelaufen sind? Nee, ne? Nee, Aber da gefühlt ist uns auch noch ein Weg. Die längste Wanderung. Ja. Was Erfolg. Naja, das ist sick. Willst du mal das Funkgerät rausholen und gucken, ob du was reinkriegst? Oh, ich kann noch gucken, ob ich jetzt vielleicht die Sprachnachricht... Die Katze. Weißt du, wie die heißt? Und anyone! Andere Channel. This is Ellis, over. Gleich kommt die Hexe. Hallo. Can anyone hear me? Finde ich auch irgendwie cool, dass es so drei Channel gibt, aber wenn keine Antwort ist, kacke. Was ist das, Alter? Du, brennt da so ein Foto? Nee. Eine Lampe. Kerze. Schöner kleiner Alter. Und ein Dogtag. A Dogtag? Where did... Jüdisch. No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Palma? Let's move on. Machen wir mal vielleicht einer seiner Kameraden von früher. Also jetzt sind wir den einen Weg nicht gegangen. Und jetzt sind wir schon richtig halt deep drin. Ne? Aber warte mal, sind wir nicht eben da? Ich bin so verwirrt. Geh einfach jetzt immer weiter. Ja. Wieder rechts und links, oder? Links geht auch. Ja. Scheiße. Wo ist der rum? Ja, ich geh links. Ich finde sowas schon wieder eher stressig, dass ich jetzt nicht genau weiß, wo ich lang muss. Ja, hier waren wir eben. Wir sind gerade im Kreis gelaufen. An diesen Baumstamm erinnere ich mich ziemlich gut. Dann geh doch nochmal zurück und bieg da woanders. Ich geh nochmal zu der einen Stelle, wo wir gerade nach rechts gegangen sind. Na, das ist hier. Nee. Hä? Doch. Jetzt musst du da lang. Da, ne? Ja. Da bin ich gleich wieder so genervt. Also wie kann man so wenig Navigationsskills haben? Nein, guck mal, jetzt sind wir genau wieder hier. Mit dem Dogcheck. Das ist scheiße gelabert. Ja, okay. Dann nochmal zurück. Ja, du rennst jetzt aber auch einfach weiter. Willst nicht korrigieren. Ja. Aber erstmal wieder Kopfschütteln und wieder so. Also, jetzt da lang. Ist ja klar. Ja, ist klar. Logisch. Nein, ist falsch. Hä, jetzt sind wir wieder. Okay, jetzt. Nee, ist ein anderes. Gehört. Ein anderes Zelt. Oder? Die Feuerstelle und der Stein? Nee. Hä? Okay. Wir sind da hochgegangen. Vielleicht bummst du uns auch das Spiel. To be fair. Das war schon mal so. Okay, das sind wir mit Bullet. Bullet kriegt richtig aufs Maul noch. Hm. Ja, vielleicht bummst du auch das Game, ne? Mit im Kreislaufen und so. Also, das hasse ich ja. Da sind wir nicht lang gegangen, da eben, ne? Haben wir da lang? Sind wir hier auch. I don't know, renn einfach. Also, ich glaube, an dem Punkt ist scheißegal. Sind wir hier wieder bei so einem Übergang, Alter? Oh, er hat was gefunden. Oder ist er stuck im Wasser? Wieso nehme ich nicht die ganze Zeit schon die Lampe, oder? Ja, dann hier hoch, oder was? Bullet. Ich glaube, er ist stuck. Nee, er will's nicht.
Oder hat er da was genau vor sich in seinem... Ja, das ist gut für die Augen, ne? Ja, aber das hier ist doch nicht. Ich glaube, er ist stuck. Ja, aber wie stuck? Der stuck halt. Ja, ja, I know. Also. Aber er pfeift. Cowboy. Ich glaube, er ist stuck und buggt. Bullet? No. Sehr gut. Nicht bellen. Bullet, search. So. See if you can find something, buddy. Dann gehe ich jetzt hier hoch, oder? Ja, oder gehst du in die andere Richtung und guckst, ob er da aus dem Loch rauskommt, wenn du in die andere Richtung gehst. Hier! Der bewegt sich gar nicht mehr. Ja, ich sag ja, der ist da stuck. Was ist er denn jetzt für ein Hund? Oder? Leute, man kann durch ihn durchgehen, auch gut. Oh! Oh, lol. Careful, boy. You don't want to step in one of those. Ja, mach doch einen Stock rein. What? Die ist ja, ist die schon, nicht schon halb ausgelöst? Nein, die ist glaube ich halb ready, ja. Normalerweise macht man da jetzt einen Stock rein. Ja, aber er macht's halt nicht. Alter. Ich kann's halt auch nicht. Pass auf, Hundi, nicht da rein. Wenn ich da reintrete, passiert nichts. Er bewegt sich einfach nicht mehr. Okay, dann geh mal ganz weit weg. So ein Drecksköter. Entschuldigung, aber... Ah! Sehr gut, geiler Hund. Okay. Es sieht halt auch alles gleich aus, ne? Ja, das also, ist halt the problem. Das ist halt das Problem an Wäldern. Voila. Deswegen geht nicht in Wälder, Leute. Ja, das eh. Vor allem nicht in so große, Alter. Man das kann ja wirklich gefährlich sein, ne? Ja. Also man kann sich ja richtig übelst verlaufen, ja. Theoretisch. Ja. Hä? Okay, da unten hier ist, waren wir auch. Ja, ja, da unten wir ist das da Zelt. Wir sind da lang gegangen. Da ist das Zelt. Okay, dann lass uns erst wieder... Okay, dann joked uns das Spiel, glaube ich, doch nicht. Dann sind wir einfach dumm. Ja, aber wir waren schon mal dumm. Weißt du noch? Ganz häufig. Am Anfang? Na gut, also ich meine jetzt grundsätzlich nicht, aber... Ich kann noch von da oben. Aber hier kann ich jetzt gar nicht mehr lang. Hier war das vielleicht da? Sind wir so schlangenartig runter? Wenn du weiter nach rechts gehst? Oder jetzt such doch mal. Okay, Sieg. Also hier geht's... Da geht's... Ja, dann geht doch da mal lang. Hier, ne? Ja. Da, wo der Baum stand, war. Muss man sich halt auch jetzt voll merken in dem Wald, ne? Das ist sowas, finde ich, stressig. Oder? Ah, lieber rechts. Also hier war die Bärenfalle, deswegen hier lang. Genau. Hier ist Border. Hey Bullet, ich komme gar nicht rüber. Achso, nee, hä? Springen. Geh weit durchs Wasser. Dann lass ihn nochmal rücken. Ich find's geil, wie sie in dem Game geschafft haben, wirklich so einen Wald richtig unheimlich darzustellen. Weil Wälder sind nachts und abends richtig scheiße unheimlich. Ich versuche mir das jetzt wirklich sehr genau alles zu merken, aber das ist halt auch wirklich schwierig, wenn du immer drei Wege hast. Also, da ist das Gefühl, sind wir auch schon lange. Was ist, wenn du ihn suchen lässt bei der Kreuzung halt? So an so einer Kreuzung, wenn du da sagst, Bullet such. Bullet! Oh, you got nothing? Ja, wo lang? Also, ich bin jetzt hier noch lang, da gefühlt sind wir über sowas noch nicht so. Da kommen wir her. Ah, oder? True. Alter, das ist. Du musst jetzt hier. Links, ne? Links, rechts oder geradeaus. Das sind die Optionen. Von geradeaus kamen wir gerade. Da kommen wir wirklich gerade her. Dann habe ich gesagt, hier ist auch noch ein Baumstamm. Und vorher habe ich hier hochgeguckt. Okay. Deswegen wollte ich jetzt da theoretisch rein. Ja, okay. Also, wo soll ich lang? Da lang oder hier lang? Du, ist dein Let's Play? Ja. Aber hier war ich auch schon. Safe. Ist wieder eine Gabelung. Da kamen wir hoch, von oben runter. Das ist die Stelle. Und dann sind wir links gegangen. Geh hier mal rechts. Hier waren wir noch nicht. Hier ist so ein komischer Baum. Okay, das ist Spannung. Durchaus sein, dass... Ja. Du hast recht. Ja. Oder? Ja. Nein, hier ist das Zelt! Nein, aber da sind doch Sachen. Ja, ein neues Foto. Ja, Mara. It's something. Mara. Bewegt sich hier was? Das ist ein krasser Baum. Holy shit. Ja, der ist heftig, ne? Der ist heftig, ne? Ja. Das kann aber auch wieder irgendein anderes Camp sein, also... Aber ich würde jetzt dem Blümchen folgen. Ja, genau. Finde ich gut. Das ist ein Indiz, nämlich. Ja. Maschaila. Das ist Jonas, Peter Scher, Bob Andrews. Bob Andrews. Guck mal, der Weg ist auch... Der ist auch neu gefühlt, der Weg. Sprich nicht so in meine Richtung. Wegen dem Mike. Ja, wegen Mike. Ja, das hier ist ein Grab. Guck mal. Oder so. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Ja. Das ist gut. Fortschritt. Soll ich ihn mal suchen lassen?
Ah, nee, da liegt schon was. What's this? Looks ancient. Ja, das ist ein Grab. Hä? Wer steht da vor und sagt, was ist das? Das ist doch so obvious ein Grab. Vor allem haben wir schon so eine Leiche in so Laub gefunden, weißt du, wie ich meine? Ja. Noch ein Foto. Oh, a photo. Oh, a photo. Karl Johnson, Alter. Also ich kann mir die Namen nicht alle merken. Nee, und ich weiß auch nicht, was das in der Fülle soll, weißt du? You got nothing? Hä? Wie kann er denn hier nichts... Ja, wir gehen einfach weiter. Gut, dass wir dann Doc-Tag oder so. Ja, ja. Gab's hier noch andere Blümchen? Wir kamen, glaube ich, ursprünglich von da hinten, weil das haben wir aus weiter Ferne gesehen. Von da kamen wir. Ja, genau. Weil das haben wir aus weiter Ferne gesehen und dann sind wir nicht links hoch, sondern hier weiter. Ich würde hier trotzdem nochmal lernen. Ja. Wie willst du das schneiden? An Gott. Ich würde einfach immer, wenn wir was finden, das wahrscheinlich einfach nur einblenden, weil... Und wenn wir merken, da sind Blümchen. Okay, also das Spiel übertreibt es gerade ein bisschen, finde ich. Hier ist wieder das Ding. Ja. Genau dieser Baumstamm. Okay, aber dann haben wir jetzt schon mal eine Route, wo wir safe wissen, wie die verläuft. Hier liegt schon wieder was! Das ist jetzt auf einmal. Okay, das Game trickt uns komplett in den Arsch. Es liegt nicht an uns, aber. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Es wäre die ganze Zeit scheißegal gewesen, wo lang wir sind. Ja. Geil, wir wissen, wo das Grab ist. Ja, da hoch, bei der Blümchen. So, und gleich haben wir da die Schaufel dann. Geheimgang. Was ist das für ein Knecht Ruprecht, wirklich, mit seinen Ästen da auf dem Rücken, ey. Okay. Hier war das Grab, safe. Ja, und das kann man... Hätte der Stein umgekippt. Sollen wir das wieder rückgängig machen? Mit der Kamera? So. Mensch. Alter, das ist crazy. Das Ding ist, was bringt uns das, ob das steht oder liegt? Genau, und dann müsste da ja die Schaufel angelehnt sein. Das andere. Vielleicht ist hier sogar schon die Schaufel. Ja, die ist da. Nee. Ach, hä? Wir standen vorhin hier und haben gesagt, er soll suchen. Und jetzt geht's. Ja. Nur weil wir jetzt das Band gefunden haben. Ja. Ach so. Alter, er buddelt halt durch. Was ist das? Die Tappy East Creek Timber Company. Wir haben das Logo vorher gesehen. Es ist worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Komm her, boy. Ja, er soll danach suchen. Good long with bullet. It's important. Aber ich glaube, was er nicht weiß, ist, dass sich hier alles loopt wie in der Matrix, Bruder. Aber ich meine... Aber vielleicht ist der Hund wirklich die Mechanik, hier das Abgefuckte mit unserem Kopf zu brechen immer, weißt du? Weil offensichtlich sind ja wir einfach nur Detsch oder verzaubert oder irgendwie... Ne? Ja, ja. Und ich glaube, der Hund breakt das System der Hexe. Das ist gut. Und deswegen kommen wir besser voran als die anderen Leute, die alle gebumst werden. Weil wir einen scheiß Hund haben. Voila. Bullet for the win, Alter. Zack, das haben wir die ganze Zeit nicht gesehen. Cool. Oh! Ja. Hello? Zwei? Anybody there? Halt mal kurz die Fresse, Bullet. What? Who is this? Hey, doch, oder? Ja, ich... Channel 3. Okay. Was mit dir? Ah, da hat er ein Loch. Auch ein Dog-Check. Von? Another one? Elwood. Ist nicht die Dienstnummer oder so? Ich ja, aber vielleicht. Ja, vielleicht wird das hier. Alter. Was, boah, das, was war das? Von so einem Gebäude, irgendwie so ein Stützpfeiler oder so. Auf einmal ist hier so Wüste. Okay, hier war mal eine Straße oder was? Ja. Wir sind wieder im Irak. Ja. Wir sind einfach wieder im Krieg. This is. No, you're not real. Weißt du, sein Sergeant oder so spricht ihn an aus dem Krieg. Das ist jetzt nicht so das krasse Jumpscare-Game, ne? Aber er macht was mit dem Körper. Es ist halt Atmo. Du würdest sagen, es ist langweilig. Nee, ich find's geil, tatsächlich. Achso, aber Amnesia nicht. Nein, Alien Isolation ist ein Müllgame. Du brennst. Er bellt hier richtig an, ne? Das Ding hier. Das ist ein größerer Schrein. Oh. Jetzt müssen wir wieder rennen. Abfahrt! Bullet! Oder? Ich weiß nicht, ob wir rennen müssen. Das ist uns. Da, wo der Hund hinguckt? Wieder Geister? Ja, richtig nah am Hund. Der breakt the system.
all costs. Jo. Den Mond folgen? Guck mal, einfach den Mond folgen. Ja. Ja, okay, jetzt musst du, glaube ich, dich wehren. Wo ist er? Bullet! Achso, das tut gar nichts. Ah! Oh Gott! Ja. Musst du, glaube ich, abstrahlen? Bis die platzen? Ja, du hältst halt immer nur kurz vor. Beruhig dich doch mal bitte. Beruhig du dich mal, du bist ja auf. Alter, ich bin auf 2 Millionen Puls gerade. Warum? Weil mich sowas abfuckt. Ja, ich glaube, hier auf dem Sand bin ich safe, oder? Stell dir vor, du spielst Mario und das sind jetzt einfach nur normale Gegner und du musst sie outplayen. Wenn ich auf dem Laub laufe, dann sehen sie mich wahrscheinlich. Ja. Die One-Hitten ja eigentlich. Ja, also auf dem Sand bist du super safe. So, und der Hund teleportiert sich immer vorwärts. Genau, jetzt musst du durch. Das ist gar nicht so schlimm. Siehst du? Sollen wir gehen jetzt hier rüber, Bullet? Ich würde ja einfach nicht stehen. Schon drüber? Da wurdest du gehittet. Nein, das ist nur eine Illusion. Oh shit. Bruder, Sperrfeuer. Werde beschossen! Mayday! Brauche Unterstützung! Ich glaube, du solltest Kohle. Komm her! Ich hoffe, ich warte nur gerade. Ich glaube, du musst dich immer nach seinem Hund richten. Ja. Alter, was? Die Viecher, du musst wieder anschneiden in die Richtung. Achte nur auf den Hund, nicht auf den Hund. Ja, ich try. Schön, an den Ass. Du musst was vertreten, was da ist. Der richtet sich immer neu aus. Da ist was. Okay, den haben wir. Hey. Ja. Achso, was? Immer wenn es aufleuchtet, ja, ich hab was. Okay. Da. Ah, ja. Da hinten. Ah, ja. Ja. Wir sind ja nicht dumm. Nur Mission Done. Ja, gib ihm. Vielleicht musst du näher ran. Ja, da ist er. Alter, bist du hässlich. Ja, erwischt! So. Noch einer. Gib ihm. Und jetzt dieses so abgehackt bewegen ist creepy. Ja, so. Hier zitter alle. Ja. Gib ihm. Na, warm. So, Bulli, jetzt lauf mal weiter, Alter. Du. Mit dem anderen, Junge. Alter, so süß. Ja, Walla. Ja, gib ihm. Ne? Ja, war er jetzt gerade. Okay, dann kommen wir weiter, oder? Wo bist du noch da? Er geht halt nicht weiter, ne? Ja, kannst du sagen, folgt, dass er dann fliegt. Nee, okay, da ist noch was. Ja, das habe ich auch gesehen. Boring. Jetzt läuft er nicht. Okay. Aber wenn er bellt, musst du sofort gucken, was er macht. Wie du hier durchgesprintet bist, ne? Fünfmal vorbei. Jo. Okay. Der steckt im Beton. Alter, hier. Eine richtige Panzer-Löcher hier. Wo sind wir, Laubviecher? Auf die scheißen wir aber. Acht auf deinen Hund. Hund ist da. Schön. Well played. Affirmative. Oh. Wo ist er? Rufi. Ah, toll. Ja, rüberspinnen oder was? Ja, einfach. Los, Alter.
sind wir drin. Jetzt wo ist mein drin. M4? Wo ist die M4? So, jetzt COD Warfare, Alter. Warfare. Modern. Modern Warfare. Fallback, Alter. Beweg dich. Beweg dich. Calm down. Just calm down. No. You're not. No. Du bist nicht real. Ich hab noch keinen. Kannst du hier hoch? Hier lang? Dadurch? Dann wieder auf Straße dann. Oh. Nee. Oh. Jesus. Ja, das ist halt richtig. Ja, wir sind Soldier gewesen, ne? Ja, ich werde jetzt ausgenockt. Dann wachen wir wieder morgens im Wald auf. Oder nachts. Ich bin komplett am Zittern. Ohne den Hund wären wir schon längst im Arsch. Ja, ja. Ja, das ist das, was ich meine. Die Hexe ärgert sich, glaube ich, auch richtig hart. Oder der Assknilch. Ja. I'm okay. Yeah. I'm okay. Good boy. Good boy. Egal wie scheiße das Game ist, ne? Aber wenn man sowas sieht, ist man immer wieder ein bisschen happy. Ja, Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, gucken wir mal, was ihr so sagt. Vor allem, ich muss sagen, storytechnisch ist noch sehr, sehr wüst. Ne? Auch wegen Wüste. So. Aber ist ja gewollt. Ja. Ist natürlich jetzt so ein bisschen, wir haben uns jetzt. Fragmentartig, könnte man sagen. Ja. Wir haben uns jetzt nicht so mega erschrocken, aber ich finde, es war auch trotzdem sehr unterhaltsam. Schreibt nochmal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ob es noch einen dritten Part gibt, schauen wir dann. Ansonsten vielleicht auch mit der Option, dass ich das Game auf meinem Zweitkanal weiterspiele. Ich habe nämlich auch einen Zweitkanal, könnt ihr mal abchecken. Schaut beim Henno vorbei, schaut bei mir vorbei. Ich habe auch einen Zweitkanal. Schaut bei meiner Mutter vorbei und tschüss.